Hallo Kati, grüß dich. Ich habe einen kleinen Tipp von Nanako und Yami gekriegt. Ich soll Kitty noch weiter etwas in Ruhe lassen und sie nicht weiter anschreiben, weil es bringt ja nichts. Und ich soll einfach so machen, dass sie dann sich dann von sich aus dann meldet. Und dann, wenn sie bereit ist zu reden, dass ich sie dann fragen soll, ob wir überhaupt noch zusammen sind. Weil ich habe das leider schon oft genug gehabt, dass man mich einfach stehen gelassen hat und einfach durch einen anderen oder durch einen anderen ersetzt hat. Übrigens, das Bild kommt gleich, das Spiel fährt gerade hoch, also ja. Ja. Ich meine, ich habe sehr viel Energie in die Liebe zu ihr reingesteckt und das wäre einfach zum Kotzen, wenn sie das einfach so aufgeben würde. Ich meine, ich habe ja auch gesagt, egal was es ist, wenn sie irgendwie mit irgendwas von mir ein Problem hat, dann soll sie es mir direkt sagen. Und sich nicht einfach ohne mir nicht schaden zu wollen, einfach nicht mit mir reden und ja, gegebenenfalls mich dann vergessen. Weil dann wäre es das letzte Mal, dass ich irgendwie eine Beziehung anfange. Dann habe ich auf dieses Theater keine Lust mehr. Ich steck jedes Mal sehr viel Energie rein und was ist der Dank, um dann am Ende stehen gelassen zu werden. Also nochmal schaffe ich das nicht. Bin ich jetzt falsch? Ich bin sehr falsch. Bin
nicht teilnehmen, ich will mich hinteleportieren. Ich weiß nicht, ob... Also... Manchmal ist es wichtig, auch seine Emotionen rauszulassen. Aber es tut einfach weh. Und ich bin einer, ich weine nicht gerne, wenn ich live bin, aber es einfach unterdrücken wäre auch nicht richtig. Weil ich bin, sagen wir mal, 85% am Ende. Das ist einfach nur, dass man nie gewisse Dinge verschweigt und die dann einfach nicht kommuniziert. Hey Kevin. Also ich mach grad die Edelsteinjagd und ich bin emotional am Boden zerstört. Ich hol mein Mustang raus, oder? Dann grüß mal Carsten schön von mir. Es geht hauptsächlich um das Thema mit meiner Freundin, da sie seit fast 2 Monaten mich kontinuierlich ignoriert und ja, dabei ja, will ich doch einfach nur mit ihr über alles reden und die macht leider dann immer dicht. Und ich habe halt auch jetzt das Gefühl, dass sie in jemand anders verliebt ist. Und dass sie mir das einfach verschweigt, nur um mich nicht zu verletzen.
Aber ich habe auch schon zu Bibi gesagt, falls Kitty auch eine sein sollte, wie die Mädels, die ich davor schon alle hatte, möchte ich keine Beziehung mehr anfangen, weil ich das nochmal einfach nicht mehr verarbeitet krieg. Meine, ich steck so viel Energie in die Liebe rein. Ich möchte einfach nur, dass es ihr gut geht. Und dann kommt so eine Scheißaktion. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich meine, irgendwann muss ja auch mal gut sein. Meine Stimme wieder schlechter geworden dafür, dass ich emotional gerade wieder am Ende bin. Schade, dass man den Livestream nicht zurückspulen kann. Da würde ich mich freuen, wenn Bibi dann auch dabei wäre. Also Kadi. Oh Mann, ey, ich verwechsel den Namen schon wieder. Verzeih mir, Kathi, wenn ich immer wieder versehentlich den Namen falsch ausspreche. Ja, du kannst, ja, danke schön, wohl, Pixelchen, kannst natürlich auch dabei sein. Zwei fehlt mir noch. Ne, einer fehlt mir noch. Ich glaube, da werde ich aber mit meinem Porsche aber hinfahren. Aber ich wünsche mir wirklich von der Seele, dass Kitty auch für mich da ist, so wie ihr für mich da seid. Weil aktuell kann ich das leider nicht bestätigen. Yeah.
Nein, der Stream bleibt an. Der soll mich davon ja ablenken. Aber was bringt es mir, wenn ich hier bei mir jemanden habe, mit dem ich drüber reden kann? Darum mache ich den Stream an. Egal wie sehr man sein Herz für einen öffnet, im Endeffekt traut derjenige einen dennoch nicht. Yeah.
das eine Aufgabe. Vielen Dank für dein Follow. Ich heiße dich herzlich willkommen in der Hopkin-Runde. Und ich werde mein Opel für dieses Rennen rausholen. Der rutscht mir leider zu sehr. Versuche ich das Rennen jetzt nochmal. Was war das hier? Hä? Der Opel fährt sich wie auf Schienen. Und da soll mir noch jemand kommen mit Opel, wäre scheiße. Ich bekomme trotzdem weniger für den ersten Platz. Ach ja, ich habe noch nicht die Multiplikator drin. Stimmt. Ich muss ja noch den diesen ganzen Multiplikator-Kram noch reinmachen. Dann werde ich mich jetzt noch mal ein bisschen mit der Polizei noch mal anlegen. Yeah.
5 halt abgewogen. Weil es leider auch keine guten Begrenzungen gibt. Ich muss da hier lang. Achtung, an alle Verfolgerwagen. Auf der rechten Spur liegen Nagelbänder. Ich kann hier auch verstehen, wenn du sagst, dass es dir stört, wenn ich mich aufrege. Aber ich hab dir gesagt, ich arbeite dran. Aber wenn es nun mal im Spiel emotional wird, dann regt man sich auf. Alles klar, fest drauf, perfekt. Endlich. Achtung, 1067 auf der rechten Straßenseite. Erst durch, stopp die Leute, los! Ich versuche mich wieder, wenn er langsamer wird. Und außerdem regen wir auch auf. Den Verdacht habe, dass sie sich gar nicht mehr wirklich mit mir treffen möchte. Jemand anders. Das ist aber negativ, wir sind wieder dran. Ich kann ihn nicht überholen. Okay, langsam jetzt. Wir kreisen ihn ein, ich fahr vor. Er ist nicht eingreifen, dann schüttelt er uns ab. 1059, wiederhole 1059. Passt auf, wir haben die Straße vor euch gesperrt. Hallo Makuta. Gerade haltet alle C36, schlag auf den Pack. Achtung Verfolger, Nagelbänder liegen auf der linken Seite. Fahrzeug fährt durch die Straßenstelle. Schön, dass du auch da bist. Bleib dran, hat richtig an meine Seite gerammt. Er ist in die Straßensperre gecrasht, mal sehen, wie schwer sie ihn erwischt hat. Er ist an uns vorbei. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Fahrer hat gerade meine Lippe gerammt. Ich versuche dran zu bleiben. Oh, okay, setzen wir uns vorhin und okay. Lass ihn nicht vorbei. Wir greifen jetzt ein. Lass nicht nachlassen, Leute. Bleibt an ihm dran. Ich denke mal, ich komme zu dem Schluss. Gut, 6 Verdächtige werde ich langsamer. Ich bringe ihn jetzt von Du dir auch sofort hier runterladen. Weil diese Gruppe Need for Speed World wieder zum Leben erweckt. Wir brauchen wohl noch eine Gasperre. Achtet doch eure 20. Nagelbänder rechts von der 1073. Herr Frager, ihr kommt jetzt. Ich bin hier mit der rollenden Straßenzahl. Okay, formieren wir uns vor Ihnen. Zentrale, wir haben hier einen Rückfall. Ich fordere mir Einheiten, so schnell es geht. Na, sagen wir mal, okay, etwas besser. Nicht 100% besser, sodass ich wieder normal sinken könnte, aber... Straßensperre direkt vor euch, Nägel auf der rechten Seite. Es bessert sich. Moara 20 ist abgesperrt. Gut, 6 Verdächtige werde ich langsam. Aber ich denke mal, ich komme auch erstmal zum Endschluss, dass... Solange ich das mit... Dort sechs noch immer mobil, wiederhole, dort sechs fährt nach, habe. Ach, Unfall mit Schweißwagen, hat mein Wagen gehabt. Lernen können. Pass auf, Nagelbänder in der Straßenmitte. Werde ich sie erstmal nicht als meine Freundin ansehen. Schnappt ihn euch. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Plan, ich komme nicht vorbei. Hier nicht immer so oft zu schreiben. Achtung, an alle Verfolgerwagen, auf der rechten Spur liegen Nagelbänder. Ich mache es, um uns zu schützen. An alle mobilen Einheiten, los, holt ihn euch! Wir bilden eine rollende Straßensperre.
Solange sie den Kontakt mit mir meidet. Alleine Verfolger, haben vor euch die Straße gesperrt. Jagt ihn in unsere Richtung. So gut es geht, in Ruhe lassen. Will ich erstmal nicht sagen. Leider, das kann ich nicht durch. Kann ich so nicht durchteilen. Also wenn sie es trotzdem noch ist, aber ich weiß es nicht. Er hat mich erwischt! Er hat mich erwischt! Ganz schade gehabt. Ich bin erwischt. Also eigentlich weiß ich es nicht. Kalber hinein. Alle bereit sein. Erst durch! Stopp die Leute! Und dann los! Dann soll ich es mir einfach sagen. Kann nicht sein, dass ich mich immer nur von mir aus. Das gibt's nicht, er ist ausgewichen wieder. Wir brauchen eine neue Sperre. Er fährt noch. Straßensperre ist aufgestellt, direkt vor eurer 20. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Zentrale, die Straßensperre hat die Kraft gebremst. Versuchen wir das nochmal. Vierter, so lässt mich nicht vorbei. Zielfahrzeug wurde gestoppt. Code 4, Abschleppwagen ist unterwegs. So, ich werde auf jeden Fall den Rat von Yami und Nanako beherzigen und Kitty alias Schnitzel 1 HD einen weiteren Monat lang nicht anschreiben oder ansprechen. Also so lange, bis sie halt nur so lange, bis sie von sich aus meldet. Schwierig, das alles zu schreiben. Wir brauchen noch eine 1073. Weil sowas möchte ich gerne. Möchte ich gerne reden. Und er ist durchgekommen. Ich denke mal, ich werde jetzt glaube ich noch eine halbe Stunde noch streamen. Und dann werde ich meinen Stream als Video dann veröffentlichen. Dann kannst du es dir in aller Ruhe dann anschauen. An alle, Straßensperre direkt vor euch. Versucht ihn herzutreiben. Weil ich hoffe, dass Flüchtigkeit in der Straßensperre. Dann jedes Mal aufs Neue erzählen oder schreiben. Als sie auf dem langgedehnten Rammstein-Konzert war, habe ich an dem Tag an sie gedacht und habe ihr halt einen schönen Tag gewünscht. Aber darauf kam auch keine Reaktion. Und sowas finde ich einfach nur traurig. Durch die Straßensperre gerast.
Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn sie eines Tages das wirklich versteht, dass sie so einen wie mich nicht noch einmal in diese Richtung. Wir haben vorhin abgesperrt. Verdächtiger an der Straßensperre, er ist direkt reingefahren. Nagelbinde in der Mittelspur, Vorsicht. Weiter in diese Richtung, sonst hat ihn direkt in unsere Absperrung. Also eins muss man den Polizisten sagen, sie sind echt komplett akrobatisch. Wir haben vor euch abgesperrt. Achtet auf euer Tempo. Falls zu meinem Stream oder meine Aufnahme später irgendwann nochmal anschauen solltest, du weißt, dass ich dich wirklich über alles liebe, aber Verfolger, dräng ihn in die Straßensperre, lass ihn da nicht mehr raus. Wie es zwischen uns steht, die Straßensperre hat den nächsten Stopp, wiederhole, nichts werde ich brauche eine neue mit mir Einheit. Ich muss erstmal nicht sagen, dass du meine Freundin bist, weil, wie gesagt, ich möchte gerne Klarheiten und solange die noch nicht da sind und ich mich erstmal von dir erstmal ablenken muss, um erstmal wieder auf andere Gedanken zu kommen, sei mir bitte nicht böse, ich muss das machen. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre! Wir haben ihn, er ist direkt in die Sperre gefahren. Und ich hoffe, du verstehst das. An alle Verfolger, Straßensperre direkt vor euch. Das war ein Home Run. Ich werde noch bis 8 Uhr streamen.
Wie lang ist denn da drin? Hey, verpiss dich vor meinem Heck, Arschloch! Der auf Touren gehen kann. Wow. Der einzige, der mir auf die Pelle rückt, ey. Aha. Sag mal. Oh, so eine dämliche Kante. Da ist er schon wieder. Oh, nur weil ich da hängen geblieben bin.
Engelpark hat er sich gedreht. Oder Kung Fu ja angeschissen. Scheiße, Mann! Warum musst du da jetzt gegenfahren? Kuss vom Ziel. Oh, nee. Oh. Alter, so eine Pissstelze. Geh weg! Alter, er lässt ihn sich noch nicht mal wegschieben! Alter! Nein, dir gehört der Sieg nicht! Boah, Alter, ich mach genau denselben Schiss, den er macht! Boah, ey, das gibt's doch jetzt nicht! Kurz vorm Ziel muss er mich noch einholen, das Arschloch! Ja, und dann verpisst er sich, Alter! Wie kann man nur so eine scheiß KI programmieren? Oh Mann! Fahr zur Hölle, Mongo! Arschgeige, Alter! Ey, kurz vorm Ziel! Mann, ist das eine Bachstelze, ey. Und das meine ich, das sind so Momente, man konzentriert sich das gesamte Rennen darauf, keine Fehler zu machen. Dann ist die KI auf einmal so am Arsch, man macht auf einmal Fehler, um dann leider wegen der Scheiß-KI dann zu verlieren. Aber das sind Momente, die sind nun mal ärgerlich. Aber ich lasse mich doch nicht von so einer englischen Backstätze hier fertig machen. Alles, was ich finden kann. So.
So. So ein Scheiß. Mann, Telefonzelle. Mann, verpiss dich, du Schrottcontainer. Oh, ey. Oh, es ist ranzig. Wo sind die denn jetzt hergekommen? Ach ja, aus Trottelhausen.
Ich werde dann erstmal ab 8 dann erstmal raus zu den anderen gehen, noch ein bisschen Glühwürmchen gucken. Ja. Und wie gesagt, da ich Kitty wirklich sehr liebe, aber ich erstmal diesen Weg hier erstmal gehen muss, um mich erstmal auf andere Gedanken zu bringen, werde ich sie gedanklich nicht als meine Freundin ansehen. Nur gedanklich. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Einfach machen. Und alles klar, dann ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch allen noch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns dann morgen Abend uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.